Hallo, ich bin der David Siegel, bin in diesem Jahr 2021 25 Jahre alt. Ich bin beruflich Skispringer und Polizist. Und ich möchte jetzt euch ein bisschen mitnehmen in mein Leben, was für Stationen es da gab und wie ich zum Glauben gekommen bin und wie ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin. Ich möchte das Ganze an einem kleinen Modell ein bisschen erklären. Ihr werdet grafisch immer mal wieder was eingeblendet sehen und könnt so auch ganz gut nachvollziehen, wie es in mir drin aussah und könnt auch so ein bisschen die Veränderung einfach grafisch dargestellt mal ein bisschen mitverfolgen. Ich hoffe, es hilft euch. Das werde ich jetzt vorab einfach mal kurz erklären. Und zwar wurde in meinem Leben irgendwann mal das Ganze ein bisschen erklärt und wurde gesagt, du als Mensch, du bist ein Individuum und das unterscheidet sich grundlegend mal in 5 Säulen. Also da wurde mir das wie so ein Tempel aufgemalt, aufgezeichnet und wurden 5 Säulen unter mein Ich, unter meine Persönlichkeit drunter geschrieben. Und diese 5 Säulen sind Gesundheit, sie sind materielle Sicherheit, da spielt Geld eine Rolle, da spielt zu Hause die Wohnung eine Rolle, da spielt der Beruf eine Rolle, da spielen meine Werte eine Rolle und mein soziales Netz, meine Familie, meine sozialen Kontakte. Und ihr werdet sehen, da hat sich in meinem Leben einiges verschoben und ich bin von einer Säule zur anderen geraten. Und wenn ihr wissen wollt, was dann am Ende damit passiert ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich fange mal damit an. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern sind beide gläubig, so wie man das unter einem Allgemein- oder im Allgemeinmund versteht. Das heißt, sie gingen regelmäßig zur Kirche. Und weil ihnen das sehr, sehr wichtig war, haben sie mich als kleines Kind, als 6-Jähriger, 8-Jähriger, 10-Jähriger in diesem Bereich regelmäßig mit zur Kirche geschleppt. Das war eine Landeskirche damals und sie haben mich dann wirklich morgens geweckt, rechtzeitig, und haben jeden Sonntag mit mir die Diskussion geführt, warum wir jetzt zur Kirche gehen, und haben dann letztendlich auch gesagt, wenn das nicht so ist, dann kommt der Computer weg, dann kommt das Handy weg. Das heißt, ein Stück weit auch gezwungen. Ich bin dann dorthin gegangen, habe sehr, sehr wenig vom Glauben mitgenommen, habe nicht verstanden, was der Pfarrer mir von vorne eigentlich sagen wollte, was er mir da aus der Bibel vorgelesen hat. Und der einzige Kampf, den ich in mir drin hatte, war, nicht aufzufallen als einer, der schläft und dann irgendwann vielleicht mit dem Kopf auf den Vordermann dann drauf fällt, sondern wirklich zu gucken, dass ich wach bin. Ich habe diese Zeit wirklich nicht gemocht in der Kirche. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich da jetzt hingehe oder was das mir bringen soll. Und war dann immer froh, wenn die Kirchzeit zu Ende war oder wenn ich mit dem Sport, wie ich gesagt habe, ich bin Skispringer, wenn ich mit dem Sport unterwegs war, das heißt überhaupt nicht in die Kirche gehen konnte. Es war für mich eine Befreiung, wenn das einfach so ein Fall war. Und irgendwann war ich dann alt genug, ich hatte dann einen Autoführerschein, konnte auch langsam meine eigenen Entscheidungen treffen und habe gesagt, warum soll ich sonntags in die Kirche gehen, wenn ich da gar nichts davon mitnehme? Was bringt mir das, wenn ich mich jetzt dort aufhalt in diesem Gebäude und einfach nur mit der Müdigkeit kämpfe? Entweder bleibe ich dann gleich ganz im Bett oder ich mache was mit Freunden oder mit andere Leute in dieser Zeit. Ich habe für mich in dieser Zeit nach außen hin gesagt, jawohl, ich bin ein Christ, ne? Ich glaube an Jesus Christus. Aber was es bedeutet, wusste ich zum einen nicht und zum anderen hat es gar nichts in mir drin zu tun gehabt. Ich habe das in diesem Bild mal so dargestellt mit einem Kreuz oben auf dem Dach drauf. Was in dem Gebäude passiert, ist wieder was ganz anderes mit diesen 5 Säulen. Da hat es keinen Einfluss drauf gehabt. Aber auf diesem Dach nach außen hin zu Freunden, Skisprungkollegen oder sowas, ja, also so Kirche und sowas, glaube ich schon dran. Also ich bin ja an Weihnachten, Ostern in der Kirche. Genau. Dann kam ich jetzt in meine nächste Lebensphase. Ihr seht, das Bild verändert sich auch ein bisschen. Und zwar hat sich das bei mir ein bisschen verschoben, auch mit den Säulen. Was davor der Sport sehr, sehr präsent war und sehr lebensbestimmt bei mir war, wurde ein bisschen enger, da ich meine erste Freundin hatte. Damals meine erste Freundin mit 18, 19 Jahren. Die Sonntage sahen dann ungefähr so aus, dass ich, ja, oder allgemein die Woche sah so aus, jede freie Minute habe ich bei ihr verbracht, bin einige Male auch zu spät zum Training gekommen oder zu spät dann zu Lehrgängen angereist, weil ich einfach versucht habe, möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen. Für mich war das die Liebe auf den ersten Blick, für mich war das die Frau fürs Leben, für mich war das der Mensch, wo ich sage, jawohl, da beginnt bei mir eine neue Ära, eine neue Lebenszeit. Das soll sich jetzt alles danach richten.
Im Sport ging es natürlich sportlich dann auch ein bisschen runter und ich war dann auch kurz davor zu sagen, ich höre jetzt mit dem Sport auf. Ich habe meinen Freundeskreis damals abgehakt oder zurückgelassen und habe alles auf diese Frau, auf dieses Mädchen drauf eingestellt. Mein ganzes Leben hat sich nur noch um dieses Mädchen gedreht. 3 Monate lang. Und dann hat sie gesagt, du, ich glaube, mit uns wird es nichts mehr. Ich möchte, dass du gehst. Und in mir ist eine Welt zusammengebrochen. Für mich war diese Frau das Fundament, wie ich es versucht habe jetzt zu beschreiben. Für mich war das die stützende Säule, die tragende Säule überhaupt, die ungefähr meine ganze Identität und meine ganze Person ausgemacht hat. Und die ist von heute auf morgen weggebrochen. Das heißt, ich hatte eine richtig spürbare innere Leere in mir drin. Ich war traurig, daheim nur noch rumgehangen, natürlich dann auch ins Training wieder mehr gegangen. Aber das war ein zerstörerischer Moment in mir drin. Da, wo ich gedacht habe, das ist so sicher wie nichts anderes. Das ist sowas von sicherheitsgebend und sowas von erfüllend, ist auf einmal weg gewesen. Und es war ein riesengroßes Loch in mir drin. Also ihr könnt mal euch vorstellen, wie dieser Tempel aussieht, wenn diese eine Säule wegbricht, wenn die weggeht. Der wird zusammenstürzen, der wird dieses Dach, meine Person, meine Identität nicht mehr tragen können. Und genauso habe ich mich gefühlt, wie wenn in mir drin alles zusammengefallen ist, weil ich auf die falsche Karte gesetzt habe. Ich habe damals einen Trainer gehabt, eben, ich war kurz davor aufzuhören, und der hat zu mir gesagt, du, ich war in einer ähnlichen Situation. Ich habe mich damals auch entscheiden müssen, entweder Sport oder die Liebe, habe mich für den Sport entschieden, weil ich für mich den Schluss gezogen habe, ich kann mich nicht auf den anderen Menschen verlassen. Aber ich kann mich auf mich selber verlassen. Und dachte, das ist mal ein weiser Ratschlag, das mache ich jetzt auch. Und ich habe all meine Sorgen, meinen Kummer und dieses Loch, das ich in mir drin hatte, versucht mit dem Sport, also mit dem Skispringen, bei mir ist das der Beruf, wieder aufzufüllen. Ich habe mich da rein investiert wie noch nie davor. Ich habe noch mehr, also noch mehr Zeit rein investiert, ich habe noch mehr Geld in die Hand genommen, rein investiert, noch mehr Power rein investiert. Dieser Liebeskummer, den ich damals hatte, war für mich wie Schmerzmittel. Ich konnte 10 Kilo mehr bei den Kniebeugen drauflegen auf die Hantelstange und habe jetzt nicht irgendwie einen körperlichen Schmerz gemerkt, sondern einfach nur eine innere Zufriedenheit, eine innere Genugtuung und gemerkt, wie der Tempel sich langsam wieder aufrichtet, weil diese andere Säule, die in der Zeit der Beziehung zusammengekümmert ist, auf einmal wieder auferwacht ist und auf einmal alles auf dieser Säule Beruf oder Skispringen gestanden ist. Ich wurde dann auch kurzfristig dann auch noch bestätigt, indem ich neue Erfolge hatte, neue Durchbrüche in diesem Sport hatte und langsam bei mir in der Karriereleiter aufgestiegen bin. Und ich dachte, jetzt habe ich verstanden, wie das Leben funktioniert. Jetzt weiß ich ganz genau, was mich ausmacht. Jetzt weiß ich ganz genau, was meine Identität ausmacht und wie ich alles in meiner Hand habe, wie ich alles unter meiner Kontrolle habe. Es war in dieser Zeit auch so, dass ich zu mir, also zum eigenen Schluss gekommen bin, früher hat mir das vielleicht nichts gebracht, was in der Kirche da gesagt wurde oder was da auf der Kanzel verkündet wurde und was in der Bibel steht. Aber das eine oder andere scheint nicht ganz so verkehrt zu sein. Dieses Schau, dass du eine gute Beziehung mit deinen Eltern hast. Schau, dass du eine gute also gute Freundschaften hast, ein gutes soziales Umfeld hast. Schau, dass du einfach gewisse Werte hast, die auch in Ewigkeit noch gelten. Also, dass du jetzt nicht ständig fremd gehst, dass du nicht die ganze Zeit nur auf Partys bist, dein Geld und dein Leben und deine Zeit einfach nur verplemperst vor Computer in der Disco oder sonst irgendwo. Irgendwo macht es ja Sinn. Ganz egal, ob ich jetzt an Jesus glaube oder nicht an Jesus glaube, irgendwie macht es Sinn. Und für mich war das dann dieses Gott oder das, was die Bibel sagt, spielt eine Rolle in meinem Leben. Zwar nur eine ganz kleine Rolle, aber schon mal tiefer wie ganz am Anfang. Das heißt, in der Grafik, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr in dieser Säule Werte bei dieser Folie, wie da so goldene Striche drin sind. Überall, wo Gold vorkommt in diesen Grafiken, spielt Gott für mich eine Rolle oder hat in dieser Zeit eine Rolle gespielt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt nicht eine unglaublich tiefe Beziehung mit Gott führen oder bin jetzt auch nicht auf der Suche nach dieser Beziehung, sondern ich möchte einfach nur gewisse Werte übernehmen, wo ich sage, ja, die kann ich auch vertreten. Die finde ich nicht schlecht, die finde ich nicht verkehrt. Deswegen, die nehme ich in mein Leben auf. Einfach nur, weil alles andere keinen Sinn macht. Weil es keinen Sinn macht, wenn ich eine gute Ehe möchte, dass ich da ständig fremdgehe. Wenn ich finanziell gut aufgestellt sein möchte, dass ich nicht alles in meine
junge Jahre für Spiele, für Alkohol, für Partys und was auch immer raushau, sondern dass ich da auch gewisse Rücklagen habe. Da habe ich einfach diese Werte dann in dieser Zeit übernommen. Wir sind dann in eine nächste Lebensphase in meinem Leben, oder wir kommen jetzt in eine nächste Lebensphase in meinem Leben. Es war so, dass ich deutscher Meister wurde, also die Erfolge, die haben immer mehr zugenommen im Skispringen. Ich wurde immer mehr bestätigt und habe mich immer sicherer gefühlt, dass diese Säule, Beruf, Skispringen, die dann letztendlich meine Identität ausmacht und die Erfolge, die da mitschwingen, dass das wirklich sicher ist, dass das ein sicheres Fundament ist, wo kein Kraut dagegen gewachsen ist, wo nichts auseinanderbrechen kann und wo mir auch nichts zustoßen kann. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich bin dann eines Morgens aufgewacht und habe gemerkt, ich habe Schmerzen, wirklich Schmerzen in meinem Sprunggelenk drin. Und beim Skispringen ist es unglaublich wichtig, dass man eine gewisse Beweglichkeit im Sprunggelenk hat, für die Flugform, für die Anfahrtsposition, für das Training. Du kommst nicht drum herum. Wenn da jetzt das Handgelenk ein bisschen wehtut, dann kann man sagen, ja, ich mache den Sport noch. Natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber es geht noch. Aber wenn bei einem Skispringer irgendwas an den Beinen ist, dann ist er berufsunfähig. Also das funktioniert einfach nicht. Und ich bin an einem Morgen aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Sprunggelenk. Ich bin gestern nicht umgetreten, ich habe auch nichts auf meinen Fuß drauf fallen lassen. Es ist eigentlich nichts passiert, aber irgendwas passt nicht. Bin dann auch zu einem Arzt gegangen, der gesagt hat, ah ja, das wird eine Überbelastung sein. Das ist die logische Erklärung. Du hast jetzt die letzten Jahre ganz schön Gas gegeben oder die letzten 12 Monate grob vom Zeitraum Gas gegeben. Das kann schon sein, dass dein Körper einfach ein Signal sendet, hey, mach mal Pause. Mach mal wirklich Pause. Und ich habe dann Pause gemacht, aber es wurde nicht besser. Es wurde dann 1 Monat lang nicht besser, 2 Monate lang nicht besser, 3 Monate lang nicht besser. Und ich bin innerlich ganz schön verkümmert. Ich bin innerlich wieder zusammengebrochen, weil ich wieder zu der Erkenntnis gekommen bin, irgendwie habe ich diesen Bereich auch nicht im Griff. So wie ich erkannt habe, nach dem Zerbruch mit der ersten Freundin, ey, ich habe den anderen Mensch nicht in meiner Hand, in meiner Kontrolle. Irgendwie ist der doch frei und kann nicht alles, also ich kann nicht über sein Leben komplett bestimmen und alles voraussagen. So ist das jetzt auch irgendwie mit mir selber. Irgendwie habe ich mein eigenes Leben nicht voll und ganz in meiner Hand. Ich habe das zwar bis dahin gemeint, dass das voll und ganz in meiner Hand liegt, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Diese Verletzung, die da reinkommen ist, die hat mir einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Den Weg, den ich mir ausgemalt habe, zur Weltspitze in diesem Sport, im Skispringen, war auf einmal verzögert und war auf einmal gefährdet durch diese Verletzung. Und ich bin in dieser Zeit zu einem Pastor gekommen, der mir letztendlich dieses Modell, dieses Bildermodell gezeigt hat. Also da habe ich das her. Oder zu dieser Zeit habe ich davon erfahren. Und er hat mir eine wichtige Frage gestellt für diese Zeit. Und zwar, mal diese 5 Säulen auf. Mal in der Dicke auf, wie viel Raum, wie viele Ressourcen, wie viel Zeit, Energie und Aufmerksamkeit sie in deinem Leben einnehmen. Und ich habe das dann gemacht und es sah dann zu der Zeit ungefähr so aus. Also so, wie ich das jetzt aufgemalt habe. Einfach, dass diese Berufssäule extrem dick ist. Diese Gesundheitssäule, naja, kann ja nicht schaden. Materielle Sicherheit, Finanzen hat für mich zu der Zeit keine Rolle gespielt. Soziales Netz ist deutlich verkümmert zu dem Bild davor. Einfach, weil ich gesagt habe, ich möchte keine anderen Menschen mehr vertrauen, sondern nur auf mich. Und er sieht es, wie ich das aufmale und sagt, ich weiß jetzt, wie es in dir aussieht. Ich kann das gut nachvollziehen. Weil diese fette Säule ist jetzt durch diese Verletzung bei dir weggebrochen. Das heißt wieder, wie bei deiner ersten Freundin, steht dieses Haus nicht mehr wirklich. Das sind Streichhölzer, die momentan dieses Haus tragen. Aber deine Identität, so wie du sie bisher hattest, oder das, was deine Identität bisher ausgemacht hat, ist jetzt mit diesem einen Mal komplett zerbrochen. Ist völlig nachvollziehbar, ist völlig richtig. Ich kann dir sagen, wie du zu einem besseren Weg kommst. Und hat dann einfach Gott ein bisschen so reingebracht. Ich habe dann so gedacht, ja, okay, kann ich schaden, ist okay. Nehme ich jetzt einfach mal so mit. Ich bin in der Zeit dann umgezogen und aufgrund von der Verletzung habe ich einfach nur soziale Kontakte wieder gesucht. Ich habe in der Zeit sehr viel Computer gespielt, war einfach nur noch vor dem PC. Irgendwann wurden aber die Spiele auch zu langweilig und ich habe gemerkt, es kann ja nicht sein. Ich bin jetzt hier in meiner eigenen Wohnung und drehe jetzt langsam durch. Ich brauche irgendjemanden, mit dem ich mal wieder ein paar Worte wechsle. Nicht einfach morgens aufstehe, wenn ich aufwache, mitten in die Nacht, also dann bis in die Nacht reinspiele. Keine Ahnung, wie viele Stunden das dann am Stück waren, dann wieder vor Erschöpfung ins Bett fallen,
morgens wieder aufwachen und so Tag für Tag irgendwie durchleben, da muss doch irgendwie mehr sein. Das ist nicht erfüllend. Das geht vielleicht für eine Zeit gut und hat auch in der Zeit Spaß gemacht, keine Frage. Aber das kann doch nicht alles sein. Und relativ schnell wurde das ganz schön eintönig und langweilig. Und ich habe dann Kontakte gesucht. Meine Mama hat mir einen Kontakt von einer Gemeinde vermittelt, wo ich jetzt auch noch hingehe. Eine freie Kirche oder eine Freikirche, eine freie Gemeinde. Und ich habe dann gedacht, gut, Kirche hat mir früher nichts gebracht, aber anscheinend sind da ziemlich viele junge Leute. Ich möchte doch einfach nur Kontakte kennenlernen. Jetzt gehe ich einfach mal dahin und vielleicht kommt mir der eine oder andere sympathisch vor, dann habe ich meine Kontakte und dann kann ich es ja wieder lassen. Und ich bin dann eines Sonntags in diese Gemeinde gegangen, in die Kirche gegangen und der Pfarrer fängt vorne an zu predigen, fängt an hier auch wieder aus der Bibel vorzulesen und seine Predigt zu machen. Und ich merke, das erste Mal in meinem Leben zieht mich was in die Kirche. Früher hat mich meine Mama in die Kirche geschoben oder gezerrt oder gedrungen, dass ich da mehr oder weniger freiwillig hingehe. Und jetzt auf einmal gehe ich ohne meine Eltern dahin in die Kirche, schaue mir das an und der redet so lebensnah, so praktisch. Das, was der aus der Bibel vorstellt, relevant für mich heute, relevant für dich heute. Dieses nicht einfach nur Geschichten vorlesen, die vielleicht vor 2000 Jahren passiert sind, sondern Dinge, Weisheiten, die er daraus zieht, die ich in meinem Leben konkret anwenden kann. Und das hat mich so gezogen. Ich habe dann natürlich auch soziale Kontakte in der Gemeinde gefunden, neue Freunde kennengelernt, auch meine spätere Frau, die dazugekommen ist, kennengelernt. Aber das war nicht das Maßgebliche, das war eher so ein Nebenprodukt von diesem, ich gehe jetzt mal in die Kirche und schaue mir das an. Das Eigentliche, dieses, was mich bis heute berührt, ist, dass mich der Heilige Geist da drin gezogen hat. Dass er mich dahin gezogen hat und ich mich an diesem Sonntag, als der Gottesdienst zu Ende war, sofort auf den nächsten Sonntag gefreut habe, dass da wieder Gottesdienst ist. Das war für mich keine Frage mehr, ja, ich überlege mir, ob ich wiederkomme, sondern das war für mich eindeutig, ich will das wieder haben. Ich will wieder hier hören, was ist aus der Bibel relevant für uns heute und was kann ich davon umsetzen und wie setze ich das um in meinem Leben. Das war für mich was, ja, was einfach noch tiefer ging. Trotzdem sind wir nicht bei der letzten Folie angekommen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich hoffe, die Spannung ist jetzt auch da, wie es weitergeht. Ihr seht an dieser Folie, gold eingezeichnet, war für mich der Glaube schon was, was tiefer drin war, so wie ich es beschrieben habe. Aber es war ein Lückenfüller. Es war für mich sonntags, war ich Christ, bin ich in die Kirche gegangen, sobald ich Zeit hatte, und zwar aus eigenem Willen heraus. Aber sobald ich wieder meine Lehrgänge, mein Training, meine Wettkämpfe hatte und unterwegs war, ging es ja natürlich nicht. War natürlich schade um die Gemeinschaft und um die Weisheiten, die da in der Gemeinde gesprochen wurden. Aber es ging nicht. Ich war an einem anderen Ort. Und so war für mich der Glaube in dieser Zeit, wie gesagt, ein Lückenfüller. Montag bis Samstag bin ich David, bin ich Skispringer. Das heißt, die Berufssäule ist immer noch richtig fett, wie ihr seht. Aber Sonntag bin ich jetzt ein anderer Mensch. Sonntag bin ich jetzt, da habe ich Lust auf die Gemeinde. Da bin ich jetzt schon mehr als der Durchschnittschrist, der nur an Weihnachten und an Ostern in die Gemeinde geht. Da bin ich einer, der zu jeder Gelegenheit in die Gemeinde geht, aber nur zu den Gelegenheiten geht. Und dann hat es ungefähr wieder 1,5 Jahre gedauert, wo ich in diesem Denken gelebt habe. Ich wurde dann das erste Mal in einen Hauskreis eingenommen, wo ja einfach ein Christ, der schon länger im Glauben steht, mir mal erklärt hat aus seiner Sicht, was für ihn der Glaube bedeutet. Dass er betet zu Gott und er bekommt Antworten zurück. Dass er Woche für Woche Wunder erlebt, so wie sie in der Bibel drinstehen. Kranke werden gesund, er bekommt Bilder oder Eindrücke für andere Personen, kann mit weise Worte in das Leben reinsprechen, ohne sie wirklich zu kennen. Ganz, ganz viele Beispiele, die er mir da gesagt hat. Und für mich hat es wieder irgendwas innen drin ausgelöst. Mich hat es irgendwie konfrontiert. Ich dachte mir, entweder möchte der mich veräppeln und möchte mich jetzt auf den Arm nehmen, also irgendwie so ein religiöser Spinner, oder er hat recht und ich habe aber noch nicht verstanden, was es heißt, Christ zu sein. Weil das, was ich bis dahin erlebt habe, war nichts. Das war, mich zieht was in die Gemeinde und ich höre mir gern die Predigt an. Aber mehr war es auch nicht. Also mein Glaubensleben war noch lange nicht an der Tiefe, wie es jetzt heute ist. Und ich bin zu dieser Zeit dann vor einer Konfrontation gestanden und ich dachte, irgendwie möchte ich schon rausfinden, ob er recht hat oder ob er mich hier veräppelt. Ich möchte es einfach für mich rausfinden. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Ich lasse mich darauf ein, was der mir jetzt sagt.
den Weg, den er jetzt auch beschreibt, lass mich drauf ein und entweder erlebe ich dann was, dann kann ich sagen, wow, okay, ich möchte jetzt so weiterleben, ich möchte auch dieses Leben haben, ich möchte auch Gottes Stimme hören, ich möchte auch, dass der so präsent in meinem Leben ist, oder vielleicht gibt es Gott gar nicht, vielleicht gibt es ihn einfach nicht und mich zieht vielleicht die Veranstaltung an oder der Prediger kann gut Vorträge halten und ich finde es einfach nur praktisch und gut, aber vielleicht gibt es ja Gott einfach nicht. Aber um das rauszufinden, muss ich Gott mal ganz persönlich für mich erleben. Muss ich erleben, wie er zu mir spricht, wie irgendwas in meinem Leben ja, sich grundlegend ändert. Und ich habe das über ein paar Wochen dann probiert, wie er das gesagt hat. Er hat gemeint, beschäftige dich mit Gottes Wort, hat mich dann in einen Kanal reingenommen, hat mich dann einfach in ja, teilhaben lassen an seine Predigen, die er so gehört hat oder die Wahrheiten, die er so entdeckt hat oder die Predigen, über die er zu Wahrheiten gekommen ist und tiefer in das Wort eingestiegen ist, über das er einfach persönlich zu einer persönlicheren Beziehung gekommen ist und über das das Ganze angefangen hat, bei ihm zu passieren. Und es einfach angefangen hat, dass er in seinem Leben Gottes Stimme tatsächlich auch hört. Und ich habe mich dann mit diesen Predigten auseinandergesetzt. Ich habe mich dann einfach, ja, das auf jeder Fahrt, wenn ich ins Training gefahren bin, damals habe ich dann auch noch die Schule gemacht, habe mir das einfach immer wieder reingezogen, so in jeder freien Sekunde, die Predigten 3-4 Mal hintereinander gehört und einfach mal ganz genau hingehört, nicht einfach nur bereden lassen oder so, sondern ganz genau hingehört, um was geht's da, was sagen die so, ja, was ist da einfach so drin. Und es hat mich auch wieder so berührt, so gepackt, es war einfach genau das Thema, was bei mir in meiner Lebenssituation damals dran war. Ich möchte nicht auf das Thema eingehen, weil das ist vielleicht gar nicht so relevant für dich, sondern einfach nur, mich hat einer an die Hand genommen, hat mich teilhaben lassen, wie es bei ihm passiert ist. Und das hat mich mitgerissen. Und ich war in dieser Zeit das zweite Mal verletzt. Also ich hatte auch viel Zeit. Ich habe es auch zu Fahrten ins Training gehört, aber das Training war damals sehr überschaubar. Meine Trainingseinheiten waren sehr kurz zu der Zeit. Ich hatte einen Kreuzbandriss, mein Knie war komplett zerstört. Meine zweite Verletzung in der Karriere. Also hatte ich auch die Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Und ich habe das dann gemacht und irgendwann ins Gebet so gepackt, Herr oder Gott, der hat bis dahin nicht zu mir geredet, möchtest du wirklich, dass ich Skispringe? Oder möchtest du mir eigentlich jetzt schon das zweite Mal in meinem Leben sagen, Skispringen ist nicht deine Berufung, Skispringen ist nicht dein Job. Das war schön, dass du es bis dahin gemacht hast, aber ich möchte dich an einem anderen Ort einsetzen oder woanders gebrauchen. Und ohne, dass ich das erwartet habe oder ohne, dass ich das davor erlebt habe, habe ich auf einmal eine Antwort von Gott zurückbekommen. Das hat nicht lange gedauert, nachdem ich angefangen habe, mich intensiv mit den Themen zu beschäftigen. Ich sag mal 4 Wochen, 8 Wochen, ganz egal. Aber ich habe eine Antwort zurückbekommen. Und das hat sich zuerst angefühlt wie eigene Gedanken. So, also ich habe so einen Film gesehen, wie das bei mir so die Skisprungkarriere abgelaufen ist und dachte dann so, ja, es macht schon Sinn, dass ich da gelandet bin. Und irgendwie wurde so 1:1 zusammengefügt und doch macht schon Sinn. Ich konnte es nicht wirklich zu meinen eigenen Gedanken trennen von der Seite. Aber was mitgekommen ist, ist ein tiefer innerer Friede. Dass ich nach dieser Verletzungszeit, was auch wieder belastend für mich war, einfach wieder zurück in den Sport komme und dass ich wieder Erfolge feiern werde. Und dieser Frieden, diese Sicherheit hat mir klargemacht, das sind jetzt nicht meine eigenen Gedanken, die ich hier höre, sondern das ist jetzt wirklich Gottes Stimme, Gott, der in mein Leben reinredet. Das ist Gott, der gerade mein Gebet beantwortet. Das ist Gott, der hier in mir spricht. Ich kann das nur ganz schwer erklären oder beschreiben. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen nachempfinden. Für mich war das ein richtiges Aha-Erlebnis. Und von da an hatte ich keinen Zweifel mehr, dass es Gott nicht geben kann. Weil jemand, den es nicht geben kann, der kann nicht auf meine Gebete antworten oder reagieren. Das kann nur jemand, den es wirklich gibt, der wirklich existiert. Und das war wirklich erfüllend. Für mich war dann auch die Frage geklärt, ob das jetzt ein religiöser Spinner ist, der sich wichtig machen möchte, oder ob der das tatsächlich in seinem Leben erlebt. Ob das die Wahrheit ist. Und mein ganzes Denken und alles hat sich dann da verändert in dieser Zeit. Ich habe mich dann kurz darauf auch nochmal taufen lassen. Ich möchte jetzt nicht auf die Taufe drauf eingehen, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe dann für mich einfach nochmal erkannt, dass das Modell, so wie es hier beschrieben wurde, schon gut ist. Definitiv gut.
Aber durch dieses Erlebnis, das ich mit Gott in dieser Zeit hatte und auch in der Zeit, in der ich danach Gott immer besser kennengelernt habe, hat sich mein ganzes Denken umgewandelt. Und jetzt kommen wir zur letzten Seite, zu dem, wo ich jetzt heute stehe. Und zwar ist jetzt nicht mehr Gott nur ein Lückenfüller oder nur ein Teil von einzelnen Säulen oder vielleicht ein Teil von allen Säulen, sondern Gott ist das Fundament in meinem Leben. Ihr seht einen goldenen Sockel, der ziemlich viel Raum einnimmt. Und so ist für mich der Glaube auch heute. Das ist keine Frage mehr, ob ich heute Lust habe auf Bibellesen oder heute Lust habe auf Beten, sondern das ist Teil von meinem Leben geworden. Das ist ein entscheidender Teil von meinem Leben geworden. Und aus diesem Fundament, aus diesem Unzerstörbaren, das, was mir keiner nehmen kann, kein anderer Mensch, keine Beziehung, keine Frau, niemand kann mir das nehmen, was ich da in mir drin habe. Aus diesem entspringt dann jede einzelne Säule. Aus dem entspringt dann der Beruf, aus dem entspringt dann die materielle Sicherheit, aus dem entspringt dann meine Gesundheit, aus dem entspringt mein soziales Netz und aus dem entspringen meine Werte. In was für einem Zeitabschnitt ich jetzt gerade bin und welche Säule jetzt gerade so wächst, das ist dann auch nebensächlich. Das wird bei dir dann auch einfach ganz individuell sein. Ich möchte dir nur erklären, wie ich auf meinem Weg zu einem tiefen inneren Glauben gekommen bin, wie ich gelernt habe, dass ich da ein Gegenüber habe, ein wirkliches Gegenüber habe und dann auch erkannt habe, dass Christsein eine Beziehung ist, eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater ist, der uns unglaublich liebt und nur das Beste für uns möchte. Und da hat sich mein Denken so krass gewandelt und verändert. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und die Grafik unterstreicht es und unterstützt es. Es hat sich alles bei mir im Leben komplett verändert. Das ist unbeschreiblich, was da jetzt ist. Und das Allerwichtigste ist, ich habe relativ schnell dann erkannt, nachdem die zweite Säule weggebrochen ist, ich muss es nicht mit den anderen drei Säulen noch probieren. Ich muss es nicht probieren, dass ich die anderen mal richtig groß mache und meine Säulen, die ich davor mal ausprobiert habe, eher klein zu halten. Sondern ich habe erkannt, es würde mir mit jeder Säule so gehen. Es würde mir in jedem Lebensbereich so gehen, wenn ich alles auf eine Karte setze. Es funktioniert nicht. Wir sind nicht dazu gemacht. Wir haben nicht alles im Griff und wir haben auch nicht alles unter Kontrolle. Aber was ich unter Kontrolle habe, ist die Beziehung zu Gott, die in mir drin ist. Und ich weiß, er lässt mich nie mehr los. Er lässt mich niemals los. Das heißt, dieses Fundament wird nie wegbrechen. Das heißt, dass auch bei mir Schläge kommen, Rückschläge kommen, Tiefs, wenn man das so nennen kann. Aber sie werfen mich nicht in meiner Identität, in meiner Persönlichkeit, in dem, den ich bin, irgendwie wieder zurück, sondern ich kann ganz anders damit umgehen. Das hat alles bei mir verändert, wirklich alles. Und der Glaube spielt bei mir jetzt nicht mehr eine Rolle, nur sonntags oder sonntags und dienstags, weil ich nochmal ein besserer Christ sein möchte, sondern jeden einzelnen Tag. Von morgens bis abends, egal was ich träume, egal was ich tagsüber erlebe, es wird immer irgendwie der Glaube eine Rolle spielen und Einfluss darauf haben und hat auch immer einen Einfluss drauf. Alle meine Entscheidungen, die ich treffe, die kommen aus diesem Fundament raus. Die kommen aus dem raus, was ich bis jetzt aus der Bibel ergriffen habe und erkannt habe, weil ich erkenne, alles andere wird zu einem Zerfall, zu einem Zerbruch und nur zu Rückschläge und zweitklassige Ergebnisse führen. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Leben keine zweitklassigen Ergebnisse mehr hast oder Rückschläge oder Zerschläge oder zerschlagen wirst an gewisse Punkte, sondern ich wünsche dir erstklassige Ergebnisse, die darauf aufbauen, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, wo du nicht von Hörensagen von irgendjemand hörst, es gibt einen Gott und es wäre nicht schlecht, an ihn zu glauben, sondern dass du es selber für dich erlebst, erkennst und daraus dann deine Schlüsse ziehst. Lass dich drauf ein.